Heute starten wir mit dem Thema Logistik, Logistikimmobilien als Krisengewinner. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen der drei Veranstalter: Swiss Circle, dem Schweizer Immobiliennetzwerk, Swiss PropTech, dem Ökosystem der Startups in der Schweiz und Bildworld, dem europäischen Ökosystem für Innovationen in der gebauten Welt. Ja, mit der Begrüßung übergebe ich gleich an den Roman. Roman gibt uns einen kurzen Überblick und genau. Nee, Mario, Guten Entschuldigung. Morgen. Nee, 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 ich komme noch nicht. Also. Mario erklärt noch was und dann gibt es noch einige Einführungen zur Technik. Bitte, Mario, führe weiter. Genau, gut, also danke. Guten Morgen von meiner Seite. Wir treffen uns hier jeweils den Dienstagmorgen regelmäßig, um uns zu aktuellsten Themen der Immobilienbranche auszutauschen. Das Format konzentriert sich auf die Dachregion, womit wir eigentlich Expertenmeinungen den Immobilienprofis zugänglich machen wollen. Wir fassen dabei regelmäßig aktuelle Themen auf und die nächsten Themen, die wir neben Logistik, das Thema, das wir heute besprechen, ansprechen werden, sind nächste Woche das Thema Coworking, wie sich das Coworking in der Corona-Krise verändert und dann gefolgt am 26. Mai von der 8. Real Estate Brain Session das Thema Innovation und Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft, wo wir ebenfalls mit Experten aus der Dachregion da Einblicke teilen. Und ich glaube, wir haben da ein interessantes Programm auch heute wieder für Sie vorbereitet. Und Jonas Haberkorn wird Sie nun mit den technischen Instruktionen bekannt machen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Jawohl. Vergnügen. Danke, Mario. Wir haben wieder eine Live-Umfrage für alle Zuschauer vorbereitet. Auf www.menti.com können Sie mit dem Code 401067 dabei sein. Wir haben für Sie drei Fragen vorbereitet. Ich will auch nochmal auf www.menti.com mit dem Code 401067, am besten mit dem Smartphone schnell einloggen und die drei Fragen für Sie zum Downside-Potenzial der Logistikimmobilie im Vergleich mit anderen Asset-Klassen sowie der generellen Frage zur letzten Meile. Vielen Dank, Jonas. Wunderbar, sind Sie heute wieder dabei bei den Real Estate Brains. Wir heißen unsere Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz herzlich willkommen zur sechsten, mittlerweile sechsten Expertenrunde. Wir hatten bis dahin 14 Real Estate Brains Experten, die mit uns diskutiert haben zu verschiedenen Themen. Meist, das ist fast nicht zu verhindern, im Zusammenhang mit der speziellen Situation rund um die Corona-Krise. Unsere Themen haben sich gedreht um Immobilienfinanzierung, um Retail, Transaktionen und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie die Büroarbeit nach Corona ausschauen wird. Wir konnten bereits über 1000 Zuschauer begrüßen in unserer Serie Real Estate Brains, was uns natürlich ganz besonders freut. Heute haben wir wieder drei Experten zu einem Thema rund um Logistikimmobilien einladen können. Ich begrüße ganz herzlich Ingo Steves, Managing Director von Northern Europe von Gasely. Er ist Entwickler, Investor und Asset Manager von Logistikimmobilien. Sie sind in 7 europäischen Ländern tätig, kennt sich also in der Region, die unsere Reihe interessiert, sehr gut aus. Sie bauen die ganz großen Logistikbauten für Unternehmen wie zum Beispiel Amazon und können auf eine große Erfahrung, was Logistikimmobilien betrifft, zurückgreifen. Des Weiteren begrüße ich Matthias Leitgeb. Er ist Managing Partner Palmira Capital Partners. Er hat diese Firma mit seinem Partner 2009 gegründet. Sie sind Entwickler. Sie sind keine Entwickler, Entschuldigung. Sie sind mehr Investment Manager, Asset und Property Manager. Sind vor allem in Deutschland, Polen, Luxemburg und Frankreich tätig und haben strukturierte Fonds in ihrem Angebot. Sie halten zurzeit nicht weniger als 83 Immobilien. Als Dritten in unserer Runde begrüße ich Dr. Malte Matthias Bünchow. Er ist Leiter Ankauf Spezialimmobilien der DK Immobilien, der größte Anbieter der offenen Immobilienfonds. Sie haben zurzeit nicht weniger als 18 Fonds im Angebot.
Ihre Segmente sind die Büroimmobilien, Hotels, Einzelhandel und eben auch Logistikimmobilien. Sie investieren in der Regel an beste Lagen und in Top-Bonitäten. Ihre Ziele sind auch sichere und rentable Anlagen. Ob das dann so ist im Bereich Logistikimmobilien und wie sich Logistikimmobilien im momentanen Umfeld, schwierigen Umfeld behaupten, das hören wir in der Folge. Jeder unserer Gäste wird ein Eingangsstatement präsentieren, um dann später in die Diskussion einzusteigen, die von Wolfgang Mothecker moderiert werden wird. Dann bitte ich doch Ingo Steves, den Beginn zu machen und aus seiner Sicht die aktuelle Lage der Logistikimmobilienbranche zu schildern. Bitte schön, Ingo. Vielen Dank, Roman. Das ist eine große Ehre für uns, als GLP Gaisley hier bei euch hier aufzutreten. Vielleicht kurz nochmal ein Kurzporträt, wer Gaisley ist. Gaisley ist als Teil von GLP ein sehr großer Asset Manager. Wir haben 60 Millionen Quadratmeter an der Asset Management. Wir haben fast 2000 Liegenschaften, die wir halt verwalten und im Asset Management haben. Wir sind tätig auf 4 Kontinenten. Wir haben 630 Logistikparks in 100 Städten weltweit und das addiert sich auf ungefähr 86 Milliarden Assets under Management. Und wir haben eine bestehende Landbank von fast 15 Millionen Quadratmetern. Heruntergebrochen für unser Geschäft, was wir hier in Nordeuropa machen. Nordeuropa ist für uns natürlich aus GLP-Sicht, aus GSD-Sicht an sich die Kernregion, der Access hier zum Kontinent. Das ist hier natürlich Deutschland, das ist natürlich auch gerade die Benelux-Länder mit ihren North Range of Ports. Hier haben wir 1,1 Millionen Quadratmeter unter Asset Under Management. Wir haben fast 800.000 Quadratmeter an Gross Leasing Area aktuell in Entwicklung. Wir haben über 40 Liegenschaften. Wir sind Vorreiter nachhaltiger Entwicklung. 70 namhafte Kunden. Kunden sind bei uns, Roman, du erwähntest gerade, wir sind der Nummer 1 Entwickler für Amazon in Deutschland. Wir entwickeln für Amazon halt die drei verschiedenen Real Estate Types, auf die wir in der weiteren Diskussion noch eingehen werden. Das E-Fulfillment Center für First Mile, das sind halt die Sorter Center und das sind natürlich dann auch die Last Mile Logistics Center, die wir zurzeit für Amazon halt bauen. Was wir auch weiterhin machen, weil der mittelfristige und langfristige Trend für Logistikimmobilien natürlich stimmt. Logistikimmobilien sind als jetzt durch diese Corona-Krise natürlich auch jetzt als essentieller Bestandteil jeder Infrastruktur auch angekommen. Ich glaube auch bei jeder Gemeinde, bei jeder Stadt, bei jeder Wirtschaftsförderung. Wir bauen weiterhin spekulativ, also auf Vorrat. Wir glauben einfach, dass aus der Krise letztendlich noch höhere Lagerbestände halt gefordert sein werden. Denn gerade wir merken ja hier als Automobil produzierende Nation, dass Lieferketten auf gar keinen Fall gestoppt werden können. Das wird zu weiterer Nachfrage führen. Wir merken das gerade aktuell auch in unserem Portfolio. Wir machen nicht Mietvertragsverkürzungen oder Mietzahlungen, die stoppen, sondern wir verlängern gerade sogar Mietverträge mit vielleicht ein bisschen mehr mietfrei am Anfang. Aber da ist immer eine Win-Win-Situation halt bei uns auch zu erkennen. Wir sehen letztendlich auch die Sache, dass vom Offshoring zurück ins Onshoring jetzt geht, also zurück alles zum Kontinent kommt. Wir sehen auch natürlich den Trend mehr E-Commerce. E-Commerce ist jetzt, glaube ich, in jeder Altersgruppe, letztendlich auch in den älteren Altersgruppen auch angekommen. Wenn ich hier mir anschaue, was ich habe 3 Töchter im Alter von 15, 13 und 10, noch eine Frau und noch ein Labrador, das ist der Einzige, der bei uns letztendlich jetzt nicht online bestellt. Und es wird immer mehr werden. Wir entwickeln in starken Regionen, in Berlin als deutsche Hauptstadt, kommt jetzt gerade das als Logistikregion relativ stark. Wir entwickeln halt in der Rhein-Ruhr-Region, wo natürlich die Population sehr, sehr groß ist, in Dortmund gerade 25.000 Quadratmeter. Wir gehen demnächst mit Duisburg an den Markt mit 45.000 Quadratmeter. Wir bauen auch spekulativ, zum Beispiel haben wir gerade in Kaiserslautern wieder einen langfristigen Mietvertrag gemacht. Also bevor wir überhaupt da das Projekt abgeschlossen hatten, war die große Box auch wieder schon vermietet. Wir sind sehr, sehr
positiv für den Bereich Logistikimmobilien. Man sieht, wir stoppen auf gar keinen Fall die spekulative Projektentwicklung. Wir sehen eine ganz geringe Leerstandsquote hier in Deutschland und geringe Leerstandsquoten führen natürlich dann auch immer dazu, dass Mietwachstum da sein wird. Für uns natürlich als Projektentwickler genau das richtige Zeichen, dass wir weiterhin als auf Vorrat bauen. Das, Roman, ist mein Eingangsstatement. Vielen Dank. Man hört es aus deinen Worten, Ingo. Du bist sehr optimistisch, was die Logistikimmobilie anbetrifft. Ich bin jetzt sehr gespannt, was unsere weiteren Gäste dazu sagen, ob das einhellige Meinung ist und ob es auch andere Nuancen gibt. Ich gebe gerne dazu das Wort an Matthias Leitgeb über. Bitte schön, Matthias. Danke auch von Palmira, dass wir hier eingeladen wurden. Danke für die Vorworte, Herr Bollinger. Wir von Palmira sind Investment Manager und haben als solches, und das wäre auch mein Eingangsstatement, mit unseren 83 Logistikimmobilien in Europa ein breites Bild auch über die Branche. Was die Logistiker ausmacht, ist zunächst mal, dass man einen homogenen Kreis von Nutzern hat. Man hat die Industrie, man hat die Logistik und beides kann beurteilt werden, was für Anleger und für Investoren eine besondere Sicherheit bietet, weil man besser einschätzen kann, wie sich denn diese Kernbranchen aus der Logistik entwickeln, vielleicht auch oder ziemlich sicher besser als in anderen, gerade Residential, jeder muss wohnen. Und im Bürobereich ist auch die Einschätzung nicht auf gewisse Branchen beschränkt, sondern alle Branchen haben Bürobedarf. Wir haben deswegen auch hier in der Vorkrise, jetzt in der Krise und mit dem, was kommt, ein Bild, das auch mein Eingangsstatement sein soll. Es beruht natürlich zum einen darauf, dass das, was Ingo gesagt hat, dass es viele Bereiche gibt wie E-Commerce, stark wachsend und weiterhin natürlich dem stationären Handel Marktanteile abnehmend und gerade in dieser Krise mit dem immensen Vorteil, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben in der Zeit, wo stationärer Einzelhandel einfach geschlossen ist oder nur unter erschwerten Bedingungen besucht werden kann. Was unsere Eingangsthese aber ergänzt zu diesem Statement ist, dass wir sehen und wissen, dass Logistik deutlich mehr ist, dass Logistik eine Breite hat, die sich über die gesamte Wirtschaft Europas, wenn wir jetzt europäische Logistik nehmen, zieht und eine Art Copy-Paste ist dieser Wirtschaft von angefangen vielleicht so 20-25% stark wachsend E-Commerce, der also ein Teil der Lösung oder des Problems ist und der sich aber anders entwickelt als Industrien. Und auch in der Industrie entwickelt sich natürlich ein Automotive-Part anders und selbst dieser Automotive-Part entwickelt sich nochmal anders, wenn ich mir angucke, wo sich Elektromotorisierung zu etwas älteren Automotive-Bereichen trifft. All dem kommt aber hinzu, dass es ein Kosmos ist, der davon lebt, dass man Leistungsbeziehungen eigentlich über die ganze Welt schürt und behält. Und deswegen auch hier unser Ausblick, auch vor dem Hintergrund unserer Immobilien. Es ist eine Asset-Klasse, die mit Rückenwind in diese schlimme Krise hineingekommen ist und die sicherlich in vielerlei Hinsicht trotz dieser extremen Verwerfungen, die wir alle noch gar nicht überschauen können, mit mehr Rückenwind aus der Krise kommt und positiver aus der Krise kommen kann als viele andere Immobilien-Asset-Klassen. Herzlichen Dank, Matthias, für deine Einschätzungen. Wir sehen, da gibt es dann schon Nuancen. Wenn man den Logistik-Immobilienmarkt anschaut, kann sich ja nicht ganz von den weiteren Trends in der Branche abkoppeln. Nun sind wir gespannt auf unseren dritten Gast, Malte Maria Münko. Ganz herzlich willkommen und wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast, Malte. Ja, guten Morgen. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Ganz kurze Abgrenzung zu den beiden Vorrednern, die ausschließlich im Logistikbereich, Logistikimmobilienbereich tätig sind. Die Deka Immobilien investiert auch in Logistik. Unsere Fonds investieren in Büro, Einzelhandel,
Hotel und Logistik, das seit Jahren, seit Jahrzehnten und das im zunehmenden Maße. Die Überschrift dieses Chats-Webinars heißt ja Logistikimmobilien als Krisengewinner. Ich würde eine zweigeteilte Antwort darauf geben. Ja, Logistik ist sowohl Gewinner als auch Verlierer. Aber um es gleich in eine Richtung zu wenden, wesentlich weniger Verlierer als Gewinner. Natürlich, die Logistikbranche selber ist ein Dienstleister und damit der Geschäftserfolg der Logistikbranche abhängig von den Auftragslagen aus anderen Branchen, der Auftragslage der Verlager. Im Moment spricht alles dafür, dass wir uns in eine sehr intensive, sehr heftige Rezession hineinbegeben. Und es wäre naiv zu glauben, dass die Logistikbranche davon unbehelligt ist. Natürlich gehen auch die Aufträge, die Logistikbranche aus Automotive-Sektor, Einzelhandel, Anlagenbau bekommt, in den nächsten Wochen, Monaten vermutlich erst einmal in die Knie. Also natürlich ist die Branche auch betroffen von Corona und leidet darunter. Es gibt aber aus meiner Sicht mindestens drei Aspekte, die dafür sprechen, dass Logistik im Allgemeinen und Logistik-Immobilienbranche im Speziellen Gewinner dieser Krise ist. Zunächst einmal ganz banal ein Imagegewinn. Logistik ist immer eine Branche gewesen, die dann gut war und verlässlich war, wenn man sie nicht gespürt hat, wenn immer alles funktioniert hat. Und die Krise im Moment hat Logistik in den Mittelpunkt der Diskussion, auch der politischen Diskussion gestellt. Und es wird laut vor laufender Kamera deutlich gesagt, wie systemrelevant diese Branche ist. Ohne funktionierende Supply Chain Lieferketten für die Waren, die aus vor allem aus Fernost, aus anderen Ländern kommen, die also nicht in Deutschland, Europa produziert werden, ist Logistik essentiell. Und dort, wo die Lieferketten unterbrochen sind, herrscht im Moment ein bisschen Unruhe, Panik und es wird sehr, sehr intensiv an allen Stellen darüber diskutiert, zu sagen, Logistik im Allgemeinen ist systemrelevant und wir müssen uns mehr politisch darauf konzentrieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Logistik zukünftig auch funktioniert. Und wenn Logistik systemrelevant ist, dann ist die Logistikimmobilie innerhalb der Logistik auch systemrelevant und allein darüber zu diskutieren, ist schon ein positiver Imagegewinn für die Branche. Zweiter Punkt, es wird klar darüber diskutiert, dass es der Rückverlagerung von Produktionsstufen aus Fernost nach Deutschland, nach Europa bedarf und dadurch wird ganz klar die Nachfrage nach Logistikdienstleistung und die Nachfrage nach Logistikflächen, nach Lagerflächen in naher Zukunft erhöht werden. Insofern auch materiell ein Vorteil für die Logistikbranche. Und natürlich, und das ist eben schon angeklungen, die aktuelle Situation des Kontaktverbots, des Ausgehverbots und beschleunigt den Wandel des Konsumentenverhandels vom Kaufen im Stationärhandel im Onlinehandel, Stichwort E-Commerce. Und das wird die Nachfrage nach Logistikimmobilien und auch die Relevanz von Logistikimmobilien noch einmal erhöhen. Insofern zusammengefasst, es gibt sicherlich Nachteile für die Logistik- und Logistikimmobilienbranche aus der Krise, sowie für alle Branchen. Die Vorteile überwiegen aber ganz eindeutig Imagegewinn. Es wird über Verlagerung von Produktionen aus Fernost nach Deutschland, Europa gesprochen. Es wird ganz klar davon gesprochen, dass wir noch mehr Logistikflächen brauchen werden, um die Veränderungen, die sich ergeben werden, abdecken zu können. Also insofern, die Projektentwickler werden sehr viel zu tun bekommen. Die Mieten aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flächen in der Logistik werden nicht nur stabil bleiben, sondern sie werden steigen und einhergehend mit dem Imagegewinn Logistikimmobilien werden noch mehr auf den Einkaufslisten von Investoren nach oben rutschen und ein sehr, sehr gern gesehenes Asset im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Hotel, Büro, Einzelhandel in Zukunft sein. Also dreifach positiv. Super, Malte. Ich bleibe gleich mal bei dir. Ich höre euch jetzt und alle sagen, Mensch, Wahnsinn, Logistik ist die Goldgrube schlechthin. Und alle sind total bullisch und selbstbewusst. Ich frage dich mal, Malte, weil du bist ja auch für den Ankauf zuständig von Spezialimmobilien.
Wenn das so wäre, dann müssten sich ja in den letzten 3 Monaten Multiples und Ähnliches verändert haben auf der Investorenseite. Wie hat sich der Preis entwickelt und ist da so, dass man das schon mit reinrechnet und Logistik einfach dann entsprechend teurer wird? Nein, so ist es nicht. Und gerade die letzten 3 Monate sind sicherlich nicht repräsentativ. Die Multiplikatoren, die Preise für Logistikimmobilien sind in den letzten 5, 6, 7 Jahren schon deutlich sukzessive nach oben gegangen, teurer geworden. Nur mal ein Vergleich vor 10 Jahren hat man immer gesagt, es gab so 200 Basispunkte Unterschied zwischen den Core-Büropreisen und den Logistikpreisen. Damals waren 5% für Büro sehr, sehr teuer und zu dem Zeitpunkt kaufte man Logistik für 7% an. Dieser Unterschied ist inzwischen auf 100 Basispunkte geschmolzen. Einhergehend mit einer Phase der niedrigen Zinsen, im Moment kostet Kredit ja gar nichts, liegt die absolute Top-Marke für Logistik bei 4% und bei Büro etwa um 3%. Das ist aber eine Entwicklung der letzten 5 Jahre. In den letzten 3 Monaten sind die Transaktionen abgeschlossen worden, die Anfang des Jahres vor Corona in Exklusivität gegangen. Die Preise sind in der Regel so bezahlt worden, wie vorher vereinbart. Ganz neue Abschlüsse hat es noch nicht gegeben und ich sehe auch nicht einen kurzfristigen Preisrückgang jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Dafür ist der Markt grundsätzlich, der Immobilienmarkt, der Anlagemarkt viel zu verunsichert und was man ganz klar auch immer berücksichtigen muss. Ein Teil der Verunsicherung ist, dass Fremdkapital teurer geworden ist. Und es geht ja nicht immer nur darum, eine Verzinsung für das Eigenkapital zu bekommen. Ein Teil des Investments wird ja auch fremdfinanziert. Und wenn der Teil der Fremdfinanzierung eines Investments teurer wird, dann drückt sich das in der Regel auch auf den Preis aus, der dann eher runtergeht und nicht hochgeht. Ich springe mal rüber zu dir, Ingo. Jetzt seid ihr in der Projektentwicklung, du sagst, ihr seid spekulativ unterwegs. Im Forum oder im Chat hat jemand geschrieben, ist die Party auf Pump. Natürlich wird das Ganze fremdfinanziert. Wie wirkt sich das Thema bei den Gesprächen bei den Banken mit euch aus? Also wird dann die Logistik auch positiver gesehen oder wird es eher schwieriger, jetzt Projekte zu finanzieren? Wie ist da jetzt dein aktueller Stand? Also ja, genau. Das ist Potenzial gesehen? Oder wie gehen die Banken mit sowas um? Vielleicht noch, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Malte erwähnte es gerade, dass sich die Logistikimmobilie letztendlich in den letzten Jahren erst etabliert hat. Als ich im Anfang 2000, 2001 in diese Asset-Klasse eingestiegen ist, da kannte man Logistikimmobilien noch gar nicht so als Klasse. Ne? Das ist ja mehr aus angelsächsischen Naturen rübergekommen von den USA, von Großbritannien. In Frankreich waren die ersten Logistikimmobilien als Asset-Klasse dann etabliert. Damals waren die Cap-Rates noch, Malte kennt das sicherlich auch noch, bei 12-13%. Ne? Dann haben die sich dann im Jahre 2006, 2007 dann halbiert auf 6%. Da hat GST zum ersten Mal ein schnelles Portfolio verkauft hier in Europa. Und dann fing der Run ja an auf Logistikimmobilien. Malte, ich bin sogar noch ein bisschen bullischer als du. Wir haben auch schon hier Bewertungen bei uns im Logistikimmobilienbereich bei 3¼ gesehen. Wenn man halt dementsprechend die langfristigen Mietverträge auch haben kann. Der Vorteil bei Logistikimmobilien, um auf deine Frage nochmal jetzt zurückzukommen, ist natürlich, man hat eine Standardbox. Und man hat immer sehr, sehr gute Mieter da drin. Ne? Mieter heißen meistens Amazon, Mercedes, das ist die Rewe, das ist manchmal die Edeka, die Obi, die Aldi. Und man hat eine Asset-Klasse, die relativ einfach zu verwalten ist. Und das ist natürlich was, eine Bank, ein Lender natürlich davon überzeugt, wenn man natürlich ein professionelles Entwicklungsteam hat oder einen professionellen Asset-Manager, dass man auch in diesen Zeiten sehr, sehr gut sich refinanzieren. Wie machen wir das mit den Spekulativen oder mit den Vorratsbau? Aus Eigenkapital zum Teil und wir leveragen dann auch, ne? Je nachdem, wie es gerade passt. Wir müssen natürlich immer aufpassen, Banken wollen natürlich, vielleicht bitte verzeihen Sie mir, werden natürlich jetzt einige Banken uns zuhören, ist natürlich zum Teil so eine Zwischenfinanzierung relativ margenintensiv. Ne? Man will eine Fee vorab, man will eine Fee
da verdienen während der Entwicklung und dann natürlich auch, wenn die Sache dann abgeschlossen ist, möchte man gerne eine langfristige Finanzierung haben. Ich kann nur für uns behaupten, als Entwickler, wenn wir uns 12 Monate ansehen, Grundstücksankauf, Baugenehmigung nach 3 Monaten, dann haben wir einen industrialisierten Prozess mit den großen Construction Companies wie eine Max Bögl, wie eine Bremer Bau, wie eine Goldbeck. Und dann bauen wir innerhalb von 6, 7 Monaten letztendlich die Logistikmobilie dahin. Und meistens gelingt uns in den letzten Jahren, und ich kann behaupten, ich bin seit 13 Jahren jetzt bei Gaisley, dass ich jede Logistikimmobilie in der Zeit, wo ich halt die Sache da produziert habe, schon vorab stabilisiert hatte, sodass man natürlich eine gute Reputation hat, auch bei den Banken da eine sehr gute Refinanzierung zu bekommen. Also ich sehe das absolut positiv. Die Logistikimmobilie ist bei den Banken angekommen. Sehr gerne finanziert man die. Man hat sehr geringe Leerstandsquoten. Man kann davon ausgehen, wenn man hier eine Stütze erstellt, hier eine Box erstellt, in den Regionen, die da heißen Hamburg, die da heißen Hannover, die da heißen Rhein-Ruhr-Gebiet, Rhein-Main-Gebiet, Stuttgart im Speziellen natürlich auch oder München, dann gelingt eine Vermietung relativ schnell dann auch und zu steigenden Mieten. Das hat der Malte und der Matthias ja auch schon erwähnt. Matthias, ich springe mal zu dir rüber und jetzt haben wir ja sehr stark über Deutschland und ihr seid natürlich alle in Deutschland aktiv. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben in den Schweizer Markt. Also da ist ja Logistik leider ein Stück unterentwickelt. Oder vielleicht fangen wir mal mit dir an, Malte. In unserem Vorbereitungsgespräch hast du gesagt, Mensch, Logistik und Schweiz, super interessant. Malte, dein Statement dazu. Warum seid ihr nicht in der Schweiz? Da sind so viele Berge. Da passt nicht so viel Logistik hin. Nein, also ganz, ganz banal, Schweiz ist sehr, sehr klein als Land, grundsätzlich auch als Investitionsland. Um es mal technisch auszudrücken, wenn Dika investiert, möchten wir, dass wir mindestens 500 Millionen nicht nur in Logistik, auch in anderen Assetklassen investieren. Und das ist nicht ganz so einfach zusammenzubekommen. Unabhängig davon, es wird relativ wenig wirklich Core-Produkt, das, was wir kaufen, angeboten. Und deshalb haben wir bisher nichts in der Schweiz kaufen können. Wir sind im Bürobereich aktiv dort. Wir gucken uns Einzelhandel an. Aber ich würde gerne kaufen, aber es wird sehr wenig Produkt angeboten, das zu unseren Ansprüchen passt. Also nicht nur qualitativ, sondern auch von der Größe her. Wir kaufen auf Einzelasset-Basis ab 30 Millionen etwa. Und das ist relativ selten am Markt. Matthias, wie schätzt du den Schweizer Markt ein im Verhältnis zu Deutschland? Also Malte, zu deiner Einlassung, Österreich hat auch viele Berge und da seid ihr gerade aktiv. Und das ist auch ein nicht gerade großes Land. Die Schweiz hat für sich genommen, wie alle Länder zunächst mal in der Logistik die Bedarfe zu decken, die es dadurch gilt, dass die Städte versorgt werden müssen. Das ist in hochentwickelten europäischen Städten immer das Gleiche. Das heißt, viele der, nehmen wir die E-Commerce-Szene, die klappt in der Schweiz genauso wie woanders. Es ist eher das Thema, dass die Berge eine besondere Herausforderung sind, aber sie sind logistisch auch interessant. Die Schweiz hat Transitwege, die eben hochgradig speziell, aber auch gesucht sind, um die Verkehre in der EU auch zu gewährleisten. Das gibt Chancen des Einstiegs in Infrastrukturlogistik, die sehr, sehr interessant sind. Auch die großen Anlagen dort sind deutlich in dem Profil, wo sie auch für größere Investoren, die sozusagen bei 20 Millionen noch nicht Interesse zeigen. Es ist nur so, dass die Schweiz einerseits sehr, sehr teuer ist und dass man natürlich den EU-Raum verlässt. Das mag manche Investoren etwas zurückhalten. Es ist aber auch gerade darin liegt die Herausforderung, dass zum Beispiel die Schweiz und im Umland, gerade wenn ich mir die Region zu Deutschland hin angucke, am Bodensee, sich stark mit der Schweiz
stark mit der Schweiz interagiert. Nimm zum Beispiel, dass, soviel ich weiß, Amazon kein einziges aktives Geschäft in der Schweiz hat, sondern das betreibt aus der EU heraus. Die Schweiz hat sicherlich zwei Themen, die viel, viel mehr eine Herausforderung sind als die Berge. Die Schweiz hat eine sehr starke Währung und die Schweiz gehört nicht in den, was auch Vorteile hat natürlich, das sieht man an dem florierenden Bankengeschäft, gehört nicht ganz und in den, in der Zollunion eben auch nicht zum Wirtschaftsraum von 550 Millionen EU-Bürgern, sondern sie sind assoziiert und sie haben eine andere Währung. Und das ist manchmal eines der Probleme. Aber wir haben Begleitung gemacht von Schweizer Unternehmen in den EU-Raum und andersrum. Momentan eben gerade wegen der Währung ist es oft andersrum, dass Schweizer Unternehmen sich ihren großen Markt in der EU suchen, indem sie in diesem Markt bereits distribuieren und dann lieber in die Schweiz importieren. Aber es ist eine hohe Herausforderung und ist ein sehr, sehr interessanter Markt. Wir sind in Österreich genauso aktiv und sehen vor dem Hintergrund dieser beiden extrem stabilen Volkswirtschaften ganz tolle, lohnende Herausforderungen. Das liegt aber auch daran, dass Palmira, während Ingo zum Beispiel mehr in der Projektentwicklung von Neubauten tätig ist und sicherlich seinem Erfolg entsprechend in diesen Märkten momentan genug hat an Landbank und an Opportunitäten und die DK halt ganz offensichtlich, so wie Malte das auch ausdrückte, sich mit ihren Portionen an Logistik eine Untergrenze gesetzt hat, sind wir gerade wegen der Vielfalt der Logistik und wegen eines Aspektes, der übrigens in ganz Europa auch die zukünftige Stärke mitdefinieren wird. Logistik ist ein, neben den großen DHL oder Amazon, ist ein mittelständisch geprägter Markt in ganz Europa. Wenn Sie sich auf der Autobahn angucken, Sie können eigentlich auf einer Fahrt von 100, 200 Kilometern reichen keine zwei DIN A4 Blätter aus, um nur die Namen, die auf den LKWs draufstehen, von Betreibern, von Logistikfirmen, alle untereinander aufzuschreiben. Es ist eine Vielfalt und diese Vielfalt, die kann ich am besten und auch am stabilsten, weil das ist ja mein Ziel, stabile langfristige Mieten für Investoren zu schaffen, die kann ich am besten und am stabilsten umsetzen, wenn ich logistische Transaktionen in Europa und damit ist nun mal dann auch die Schweiz integriert, begleite. Und diese Begleitung von logistischen Transaktionen, die ist im Übrigen immer ziemlich ähnlich. Also da unterscheiden sich jetzt auch die Märkte nicht. Wenn ich die Stadt Zürich versorge mit Medikamenten, dann ist das Healthcare Hub um Zürich herum genauso temperaturgeführt und genauso eine tolle Herausforderung. Und lassen Sie mich noch zuletzt auf die Finanzierungsseite kommen. Die Finanzierung war vor der Krise und auch, weil man sich, Ingo hat es auch gesagt, vor 5, 6, 7, 8 Jahren in die Logistik als sehr konservative Assetklasse hineinwagte. 2012 war das ja noch ein anderes Thema. Sie war immer eigentlich konservativ auch fremdfinanziert. Sie ist auch konservativ fremdfinanziert, weil man gerade in Deutschland das Produkt der Kapitalanlagegesellschaften hat, in denen die Investoren hinein investieren und welches sich auf 50% Fremdfinanzierung deckelt. Das heißt, wir haben einen ganz stabilen Markt, was auch wichtig ist, nicht nur zur Klärung der Frage, wie die Finanzierungen weitergehen, sondern wo die Finanzierungen denn jetzt sind. Sie sind natürlich selbst bei einer Abwertung. 50% gibt es auch gar nichts finanziert. Also wir haben ja spekulative Geschichten, die durchaus höher finanziert sind in anderen Assetklassen. Aber bei euch sagt ihr, so 50 ist das Maximum. Nee, die Kapitalanlagegesellschaften. Wenn man in konservativen Kapitalanlagegesellschaften als Fonds investiert, dann hat man diese gesetzliche Restriktion, dass Fremdfinanzierung nicht über 50% sind. Aber wir sehen eigentlich in diesem konservative Gebilde auch sonst, auch in der Vergangenheit, keine sehr, sehr oft oder in der Mehrheit Finanzierungen, die sich als Fremdfinanzierung so darstellen, was natürlich jetzt auch
wiederum zu dem Eingangszitat des Rückenwindes passt. Momentan sind, und das hat Malte ja schon gesagt, sind wir in einer abwartenden Situation. Unsere Bewertungen, die natürlich immer jährlich sind, die zeigen ein sehr, sehr gutes Bild. Man glaubt einfach an den Bestand und zieht das jetzt über diese nennen wir es mal ja künstliche Krise, die insoweit einschätzbar ist, dass man weiß, warum sie entstanden ist, aber noch nicht weiß, welche Folgen diese Bremsspur haben wird, zieht man sie durch. Die Stabilität ist gegeben, die Finanzierungsstabilität ist gegeben. Momentan werden mit Sicherheit, wie Malte das auch sagte, Finanzierungen leicht teurer werden. Das ist aber auch ein Reflex, der ganz normal kommt in Zeiten, wo auch die Bankenvertreter zu Hause sitzen und das Geschäft aufrechthalten. Es ist halt generell eine gewisse Unsicherheit da, aber mittelfristig gesehen stärkt natürlich auch das Finanzierungskorsett der Logistikimmobilien, stärkt diesen Trend, dass man die vielen Schwierigkeiten, die auch Logistiker haben, die auch ganze Branchen momentan haben, ja, sich vielleicht nicht zu ernsthaften existenziellen Problemen mit der Logistik bewegen. Jedenfalls sehen wir diese in all unseren Logistik-Investments derzeit nicht, was natürlich mit der Breite und der Flexibilität dieser Asset-Klasse zu tun hat und damit, dass man in der Wertschöpfungskette, Produktionen immer am Ende der Wertschöpfungskette kommt. Das heißt, ich bin da verantwortlich mit für den Absatz und für das Heraustragen der Ware, damit sie verkauft werden kann. Und das ist natürlich eine der wichtigsten Funktionen, deren ich mich immer wieder bediene. Und selbst wenn ein Lager mal zeitweise leerer ist oder auch zu voll, dann werden wir hoffentlich keine Überreaktion sehen. Obgleich es natürlich viele finanzielle Probleme geben wird, von der sich auch die Logistikbranche nicht freimachen kann. Also man sieht jetzt hier bitte für die Teilnehmer nochmal, sie können auf menti.com ihre Meinung mit abgeben und wir haben auch so eine Begriffswolke mit drin, wo Sie auch die Diskussion mit beeinflussen können. Also bitte auf menti.com gehen, mit dem Code sich einwählen und dann mit abstimmen und dann sind Sie in der Diskussion mit dabei. Wir haben ein paar Beiträge aus der Diskussion von Thomas Hähnle. Da schaut so aus, als sei er selbst in der Logistik mit investiert. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber er schreibt natürlich auch, hat keine passenden Flächen dazu und hat zu kurze Wege. Man hat so aber das Gefühl, er ist damit unterwegs. Also hier im Chat gibt es eine breite Diskussion. Eine weitere Frage war nochmal, und deswegen ganz kurz an die Runde. Einmal Ingo, wenn du neu abschließt in der Projektentwicklung, Laufzeit 5 Jahre, 10 Jahre, was ist in der Logistik üblich? Ja, also ich bin für neue Projektentwicklung sehen wir an sich immer 5 Jahre, die wir da haben wollen. Weil dann direkt ein Produkt ist, was auch Investment Grade hat, was wir da auch leicht weiter veräußern können. Das ist ja immer bei uns auch die Maßgabe, dass wir ein liquides Produkt geschaffen. 10 Jahre letztendlich auch. Wir gehen aber auch dazu über, dass wir letztendlich bei 10 Jahren auch keine Optionen mehr einräumen. Sagen wir also 10-Jahres-Verträge mit 3x5 Verträgen nur in Ausnahmefällen. Sieht man sich solche Regionen, so starke Regionen, gerade, ich glaube, Matthias, du erwähntest gerade die Bodensee-Region, die Stuttgarter Region, die ja auch direkt an der Schweiz liegt. Da haben wir in den letzten Quartalen gesehen, dass sich jeder da seinen Standort gesichert hat. Jeder, der bei uns aktiv im Portfolio nach Mietverträgen gefragt hat, ist nicht mehr auf 3-Jahres-Verträge gegangen, wie das früher mal gewesen ist. Man hat erstmal 5-Jahres-Verträge abgeschlossen und danach 3-Jahres-Verträge, weil das der Industrievertrag gewesen ist, der dahinter gelegen hat für den Logistiker. Man geht jetzt auf 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, damit man sich die Standorte sichert, um die Logistik letztendlich abbilden zu können. Deswegen sind wir da an sich sehr, sehr positiv. Wir haben auch da Mietwachstum.
Nochmal, Wolfgang, um auf deine Frage zurückzukommen. Wie sehen wir die Schweiz gerade aus dem Blickwinkel eines Projektentwicklers? Als wir doch nicht ein globales Fundmanagement im Hintergrund hatten, wir sind ja eine ehemalige Walmart-Tochter, waren dann bei Dubai World und bei Brookfield, den größten Real Estate Manager, bevor wir jetzt vor 3 Jahren jetzt zu GLP verkauft worden sind, hatten wir die Gelegenheit, in der Schweiz mal eine 30.000 Quadratmeter große Logistikfläche zu entwickeln. Schon damals, in den zweiten, also in den 10er Jahren, 2006, 2007, 2008, ist diese Immobilie, die wir noch weiter veräußert worden ist, immer zu einem höheren Preis jedes Mal verkauft worden. Also eine moderne Logistikfläche in der Schweiz ist ein absolut tolles Investmentprodukt und das würden wir natürlich gerne auch wieder wiederholen. Ich sehe das immer aus dem Blickwinkel unserer Kunden, der großen E-Commerce-Kunden, letztendlich wie eine Amazon, wie eine Zalando und Ähnliches. Die sehen natürlich gerade die Schweizer oder gerade die Schweiz als sehr wohlhabend. Genau das wollen die natürlich auch als Kunden haben. Die wollen natürlich als E-Commerce-Dienstleister letztendlich da vor der Tür stehen, das Paketchen in der Hand haben und zu sagen, hier, ich bin die Amazon und bring dir das iPhone direkt an die Tür. Also als Region, als Kundenregion ist die Schweiz natürlich absolut prime für die großen E-Commerce-Dienstleister und für uns als Projektentwickler natürlich auch interessant, wenn wir mal da auch Grundstücke bekommen könnten, zu vernünftigen Preisen natürlich dann auch. Also Robert Hauri hat im Chat ja da auch ein bisschen ein Immobilienspezialist aus der Schweiz schon ein bisschen dazu geschrieben, natürlich Währung und ähnliche Themen, nicht EU, da gibt es genügend Argumente dazu und sehr viel Owner-Occupied, also ein Mikro hat halt sein Zeug selbst und gibt nichts her und weiß selber, dass sie da eine Goldquelle haben. Natürlich. Würden das jetzt nicht an irgendwelche Dekas verkaufen, um dann Mietsteigerungen zu zahlen. So ist es. Um da von meiner Seite vielleicht ganz kurz was zu sagen, ich sehe das im Chat ja auch, es war von mir nichts ernst gemeint zu sagen, da stehen so viele Berge, deshalb kaufen wir nicht. Das ist das Entscheidende, wir bekommen gar kein Produkt angeboten. Ich habe gerade diese Woche etwas angeboten bekommen, seit Jahren das erste Mal, eine gute Lage, aber mit Objekten, die schon in den 90er Jahren gebaut wurden. Wir würden sehr gerne in der Schweiz kaufen, wenn wir das Produkt denn bekämen. Es wird wenig angeboten, weil es meistens in den Händen derer bleiben, die es entwickeln oder die sie selber nutzen. Allein deswegen ist der Markt schon so klein. Und kleiner Aspekt auch noch, die Preise an sich in der Schweiz, wie in allen anderen Assetklassen, sind sehr hoch im Vergleich zu Deutschland, Niederlande, Frankreich oder Ähnliches. Und dann müssen wir die potenziellen Währungsrisiken Euro gegen Schweizer Franken auch noch absichern. Unsere Fonds dürfen keine offenen Währungspositionen haben. Und das ist potenziell nochmal ein Abschlag, wobei in der aktuellen Situation haben wir sogar Währungsgewinne, aber es muss immer nochmal berücksichtigen, da gibt es auch noch Faktoren, die die Sache nicht so ganz einfach machen. Ja. Zusammengefasst, wir haben ja sehr viele Teilnehmer hier im Chat, wenn jemand was anzubieten hat, ruft er mich bitte sofort an, ich bin sehr stark daran interessiert, Logistikimmobilien in der Schweiz zu kaufen. Vielleicht, Wolfgang, noch eine Bemerkung. Wir sind als Investor, haben in den letzten 18 Monaten fast 1,8 Milliarden in Logistikimmobilien in Europa investiert. Also bitte nicht alles nur zu Deka oder zu Matthias schicken. Wir sind noch relativ aktiv. Jetzt weiß ich, jetzt seid ihr alle am Fischen in der Schweiz in einem solventen Kundenpublikum. Nee, genau. Mal, jetzt habt ihr alle total erzählt, Mensch, Upside-Potenzial und Logistik läuft. Jetzt gehen wir mal mit ein paar anderen Thesen da rein. Wir haben vorhin angeschaut, es gibt zwei Kundengruppen. Wir haben auf der einen Seite die Industrie und wir haben auf der anderen Seite die Logistiker. Ein guter Indikator, was in der Wirtschaft in der Zukunft passiert, ist für uns immer so dieser LKW-Absatz. Also wir in meinem anderen Leben arbeite ich im Beratungsunternehmen und haben das Glück, beide deutschen LKW-Hersteller, MAN und Daimler, zu betreuen. Und der LKW-Absatz ist seit Dezember schon vor Corona-Krise massiv eingebrochen. Das heißt, die Vorboten einer Rezession waren eigentlich schon da, auch wenn es keiner hören wollte. MAN geht jetzt durch eine Restrukturierung inklusive Personalabbau und so weiter. Das heißt, die Logistiker, also die Transporteure, kaufen keine LKWs, weil die Auftragsbücher nachlassen. Das ist mal die eine Seite. Jetzt gucken wir uns die Industrie an. Wenn man da mal sieht, wie die Zahlen und wie jeder seine Zahlen kassiert und wie es dort aussieht, schaut es auch nicht sonderlich gut aus.
Also es ist doch, wenn man jetzt mal, wir haben in Themen vorher mal über Szenarien, V- und L-Szenario und W und welche Szenarien wir alle haben, es ist doch davon auszugehen, dass zumindest mal für die nächsten 24 Monate in Logistik eine richtig schwere Zeit entsteht. Seht ihr das auch so? Ich fange jetzt mal bei dir an, Ingo. Ja, wir haben natürlich, was Martin ja auch schon und Matthias beschrieben hat, nur den Vorteil, dass in unseren Hallen, in den großen Boxen natürlich irgendwie auch die Volkswirtschaft abgebildet wird. Das ist das Interessante ja unserer Asset-Klasse. Wir sind ja nicht eine Büroimmobilie, wo halt irgendwie etwas ausgebaut wird, was an sich immer grundsätzlich immer gleich aussieht. Sieht bei uns auch immer gleich aus, die Big Box, aber wir wissen immer, wie es zurzeit auch der Volkswirtschaft im Einzelnen noch geht. Wir haben zum Beispiel auch in Karlsruhe einen großen Supplier-Markt, auch für das größte LKW-Werk von Daimler und das größte LKW-Werk überhaupt. Und wir sehen natürlich jetzt während der Anfangsphase der Covid-19-Krise, dass da letztendlich die Produktion gestoppt worden ist. Natürlich war ja auch ganz klar. Nur jetzt zieht es auch wieder an. Und LKW ist ja nur eines von vielen Transportmitteln. Es gibt ja auch Sprinter, es gibt auch kleinere Transportmittel. Und da sehen wir weiterhin halt, dass da eine Menge abgeht. Das ist jetzt nicht nur bei LKWs, aber selbst da sehen wir, dass jetzt wieder angefangen wird zu produzieren. Also wir sehen das. Es mit angefangen zu produzieren ist ja die eine Geschichte, sondern hat der Logistiker die Auftragsbücher voll. Weil wenn er die Auftragsbücher nicht voll hat, kauft er keine neuen LKWs. Deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht, was du jetzt halt direkt auf das Werk in Wörth bezogen hast. Aber man sieht ja schon, wie geht es eigentlich der Branche? Und die Frage ist, merkt ihr das in den Lagern, dass die produzierende Industrie Schwierigkeiten hat? Ich frage mal Matthias, wie schaut es bei dir aus? Ich glaube, dass das so zwei Effekte hat. Natürlich, auch alle sehen, nimmt man die gar nicht nur den LKW-Index oder den Maschinenbau-Ausblick auf die sich immer leerer werdenden Auftragsbücher. Man sieht auch so einen Aspekt natürlich des Abwetterns, dass man sich sagt, man schützt sich jetzt ein wenig oder stellt sich darauf ein, dass jetzt erstmal schwierige Zeiten auf einen zukommen. Die Versorgungsketten waren ja auch so desolat, dass viele der Abhängigkeiten hervortraten, dass man im Maschinenbau- und Automotive-Bereich eben immer auf südostasische, asiatische Waren additiv brauchte, um sie im Ganzen dann für Autos oder für sonstige Maschinenbauprodukte zu haben. Da ist vieles, was jetzt auch repariert wird und vieles, was jetzt dazu führt, dass konsolidiert wird. Und das merkt man, wenn man mit den Mietern redet, wobei man sagen muss, das merkt man, wenn man mit den Mietern redet. Ich gebe ein gutes Beispiel, ein sehr, sehr großer Textiler, und die haben ja einen Doppeleffekt, die haben ja davor schon sinkende Zahlen in der Modebranche gehabt und den Effekt, dass ihnen im stationären Handel viel von Onlinehandel abgenommen wurde. Die diskutieren natürlich auch und sagen dann, ja, die Logistik ist ja jetzt nicht operativ unser Problem, sondern dass die ganzen Läden leer stehen. Die Käufe, und da macht sich auch keiner frei, momentan wird jeder Spediteur die Investition in einen LKW, der ihn ungefähr 300.000 Euro kostet, aufsparen. Es wird gewartet damit. Aber ob das jetzt ein langfristiger Einbruch ist, der dazu führt, dass erhebliche Kapazitäten abzubauen sind und eben auch diese Kernkapazitäten des Distribuierens von Ware, des Versendens an Kunden, die Lager werden nicht so gefüllt sein und man wird gegensteuern müssen. Aber die Stabilität von strategisch notwendigen Logistikanlagen, die sehe ich dadurch zwar in der Auslastung betroffen, aber nicht im Bestand. Okay. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung von mir. Natürlich, wie eingangs vorhin schon gesagt, auch die Logistik wird leiden.
wir bewegen uns in eine Rezession und die Logistiker bedienen nun mal alle anderen Branchen, Wirtschaftszweige. Es wäre kurios, wenn das dort nicht Einschläge gäbe. Aber ganz konkrete Zahl, gestern noch gesprochen mit einem Kollegen, der für das Vermietungsmanagement bei uns in der DEKA zuständig ist. Und die haben in diesen Tagen sehr, sehr viel zu tun, weil es unglaublich viele Anfragen aus den anderen Bereichen gibt, wie Hotel und vor allem Einzelhandel, wo es um Mietminderung, Mietverschiebung, Stornierung oder Ähnliches gibt. Und wenn es eine Branche im Moment oder eine Asset Class bei uns gibt, wo es keine Probleme gibt, dann ist es die Logistik. Dort gibt es nahezu keine Anfragen für Mietreduzierung, Mietminderung oder ganze Mietausfälle. Das ist aktuell ein Indiz dafür, dass von der aktuellen Wirtschaftssituation die Logistikbranche mit Sicherheit deutlich weniger getroffen ist als andere Branchen. Jetzt haben wir hier relativ viele gute Beiträge im Chat von auch namhaften Diskutanten. Also da bitte auch mal reinschauen. Und Malte hat schon mal direkt im Chat beantwortet. Wir sehen in der Asset-Klasse Logistik im Verhältnis dazu, dass Wohnen eher, wie soll ich sagen, ein stabilerer Wettbewerber ist. Zu allen anderen schlägt sich Logistik besser, das sieht man. Wohnen schlägt sich aber scheinbar noch besser als Logistik. Das, wenn man hier mal so einen ersten Blick auf die Grafik wirft. Wir wechseln mal eins weiter in die Wortcloud und wir schauen mal, was da kommt und würde gerne mal so ein bisschen in die letzte Meile wechseln und was passiert denn da eigentlich? Jetzt haben wir mit Ingo den Großkistenentwickler. weit vor der Stadt. Die Welt ist ja ein kleines bisschen anders und wir müssen auch in die Stadt rein und wir haben den innerstädtischen Verkehr und all diese Probleme, die da mit drin hängen. Was passiert denn auf der letzten Meile? Welche Tendenzen sieht man da? Gibt es andere Typologien? Mit was müssen wir denn da rechnen? Wer kriegt die Frage? Ich fange mal bei dir an, Malte, weil ihr seid innerstädtisch gut investiert mit anderen Immobilienklassen. Ja, City-Logistik ist das Stichwort. Ich werde häufig gefragt, ob ich denn in City-Logistik Immobilien investiere. Und da kann ich nur sagen, ich würde es gern tun, wenn man mir denn welche anbieten würde. Es gibt im Moment noch keine Logistik-Immobilie, die explizit nur City-Logistik macht. Das sind vielleicht die wir im Speckgürtel sehen, die MechZB von DHL oder die Distributionscenter von DPD und wen es da noch so gibt. Aber wirklich richtig City-Logistik für die letzte Meile, das sind in der Regel ganz kleine Hubs mit 1.000, 2.000, 3.000 Quadratmeter, von wo aus per Fahrradkurier dann das letzte Paket verteilt wird. Dort gibt es Ideen, die ein oder andere Immobilie, aber noch nicht ein Investmentmodell, das für Fonds wie unsere passen würde. Wir sehen eher Mischnutzungen direkt in der City zum Schließen der letzten Lücke der Supply Chain. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Die besten Lagen, die wir in den Metropolen haben, sind die Kaufhäuser, die Karstadts Kaufhof. Dort wird es definitiv in den nächsten Jahren, wenn nicht schon vollzogen, Veränderungen in der Nutzung geben. Da wird es im Erdgeschoss, im ersten Geschoss vielleicht weiterhin High Street Retail geben, aber die Untergeschosse können sehr, sehr gut für Logistik genutzt werden und die Obergeschosse, in die keiner mehr hingehen will, um einzukaufen für Hotel und Wohnen. Und dort habe ich dann Logistik, auch Logistiknutzung, aber keine reine Logistikimmobilie. Wenn es sie dann gäbe, wir würden sie gerne kaufen. Aber so wie die große Kiste von Ingo auf der grünen Wiese, wird es so solitäre von innerhalb der City reine Logistikimmobilien wirklich nur ganz, ganz wenig, ganz geringen Umfang geben. Okay, Matthias, wird was nachgefragt? Also du bist ja sehr nah auch in der Industrie dran, bei den Transporteuren. Gibt es eine Nachfrage, mit Produkten da weiter reinzugehen? Und was würden die genau fordern? Also um die Diskussion ganz klein bisschen breiter zu machen, Malte hat natürlich recht mit der Definition, aber wenn man es breiter macht und eben die MechZBs und die sonstigen peripher gelegenen Logistiker, die Städte beliefern
und die in der Stadt oder am Stadtrand lagen, schnelle kleine Lager haben, in denen der große LKW von außen andockt und dann mit oft sogar ökologisch anständig kleinen elektrifizierten Fahrzeugen der Rest in die Stadt verbracht wird. Das zählt bei uns auch zur City-Logistik, weil in der Tat wird damit die City oder das citynahe Umland beliefert. Diese sind, das habe ich vorher auch in der Wolke gesehen, natürlich teuer, herausfordernd und also ein kompletter Mangel. Wir haben recht viele von diesen und haben die Erfahrung gemacht, dass sie natürlich jetzt in jeder Lebenslage, auch in diesen Krisenzeiten, die Bedarfe als Infrastrukturmaßnahmen hundertprozentig decken, die Städte brauchen. Das liegt aber auch daran, dass eben nicht nur lachende Päckchen damit in die Stadt gebracht werden und die Retouren, sondern eben auch Medizintechnik und alles, was sozusagen das Herz der Stadt begehrt. Die Bodenpreise, sehe ich hier, sind immens, sodass man in diesen Lagen auch in Konkurrenz zu stadtnahen Entwicklungen von Büro und von Residential steht. Das heißt, die Preise sind hoch, die Lärmkontingente sind von diesen Immobilien sehr, sehr hoch, weil sie eben früh morgens anfangen und spät abends aufhören. Auch das ist ein Riesenproblem. Sie sind eine Riesenherausforderung und eigentlich wird es so sein, dass man noch mehr in die Stadt geht, so wie Malte das gesagt hat. Aber derzeit wird diese Entwicklung eben auch abwartend betrachtet. Ich denke, dass das auch im Rahmen der Nachhaltigkeit sehr viel mehr periphere Lagen auch von Light Industrial, von diesen Industrie-Gewerbeparks, ja, für die Belieferung von Städten zukünftig geeignet gemacht wird. Wir arbeiten auch daran und haben diese Unternehmensimmobilien am Rande der Stadt auch und haben immer mehr Mieter dort, die erfolgreich städtische Belieferungen machen, die ganz klar zur Last Mile gehören. Wir denken auch, das ist richtig, das Bauen immer auf der grünen Wiese ist schön, aber eigentlich ist der ökologischste Ansatz des Vermeidens des immer nur Neubaus, sondern auch des Herrichtens von Last-Mile-Situationen durch Bestandsimmobilien. Das ist eine Riesenherausforderung. Lassen Sie mich enden mit einer Sache, die wir da vor der Krise gesehen haben und die mit Sicherheit kommen wird, unserer Meinung nach. All das, auch das ökologische Darstellen, dass man in die Stadt mit elektrifizierten Fahrzeugen fährt und dass man eben schnell beliefert, wird kosten. Und da muss man sich vor Augen halten, dass das wahrscheinlich oder ziemlich sicher die Kosten auch für Retouren und für das gesamte Last-Mile-Geschäft eher steigen, als weiterhin so gefühlt unentgeltlich den Verbrauchern zur Verfügung gestellt wird. Ja, perfekt. Also dann sage ich jetzt nochmal danke für die Diskussionsrunde. Im Chat wird fleißig diskutiert. Auch hier nochmal ein Beitrag von der BEOS. BEOS ist ein Light Industrial Unternehmen, das zur Swiss Life gehört. Also hier nochmal auch sehr schön grenzüberschreitend deutsch-schweizerische Strukturen zu sehen. Ich möchte mich bei euch in der Runde bedanken und gebe jetzt nochmal an Roman ans Schlusswort. Wir hatten heute in der Spitze über 180 Teilnehmer mit dabei. Das ist für so ein Spezialthema eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Roman, dann darf ich an dich übergeben. Ja, das freut mich ebenfalls, dass uns so viele online zuhören und zuschauen. Tolle Sache. Insbesondere gilt unser Dank an unsere drei Experten von heute, Malte Münchhof, Ingo Steves und Matthias Leitgeb. Herzlichen Dank für eure Urteile, für eure Einschätzungen. Wir haben gesehen, dass ihr alle drei eigentlich positiv eingestimmt seid. Obwohl die Logistik sowohl Gewinner als auch Verlierer ist, aber die negativen Effekte sind weit kleiner als die positiven. Die Branche profitiert noch immer vom Onshoring-Trend, vom E-Commerce, der immer noch zunimmt. Was interessant ist, dass offensichtlich die Logistikimmobilien einen gewissen Imagegewinn einstecken können im Zuge der Versorgungsschwierigkeiten in der Corona-Krise. Die positiven Effekte überwiegen demzufolge deutlich. Wie so immer ist auch die Schweiz hier ein Sonderfall, alle gesehen, interessant, aber trotzdem etwas schwierig. Die Schweizer sind nicht immer zuvorderst, wenn es darum geht, investiert zu werden.
in der Schweiz zu investieren, aber da gibt es trotz allem auch Chancen. Interessant auch, dass Logistikimmobilien wirklich auch heute als systemrelevant betrachtet werden. Das dürfte in Zukunft doch eine Auswirkung haben auf den Markt und wie man mit den Marktkräften umgeht, auch vielleicht wie man die Märkte reguliert. Die Preise werden steigen, ist man sich mehr oder weniger einig. Und das Fazit kann man so formulieren, dass die Welt der Logistikimmobilien noch in Ordnung ist. Das ist doch eine schöne Botschaft. In der Regel haben wir es mit negativeren Meldungen zu tun, jetzt in dieser schwierigen Zeit rund um das Coronavirus. Ganz herzlichen Dank an die Zuschauer für die aktive Diskussion im Chat. Die ist immer sehr belehrend, bringt uns neue Punkte, neue Impulse in unsere Online-Diskussion. Wer die eine oder andere Diskussion verpasst hat, kann sie jeweils auch nachschauen. Sie finden auf unseren Websites von BuildWorld, Swiss PropTech und Swiss Circle die jeweiligen Links zu allen bisherigen 5 und mit der heutigen Ausgabe 6 Real Estate Brains Ausgaben. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf unsere nächste Ausgabe von Real Estate Brains in einer Woche zum Thema Corporate Coworking. Ist das eine Revolution am Arbeitsplatz? Nicht vergessen, nächsten Dienstag, 19. Mai, Punkt 8 Uhr morgens. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und bleiben Sie gesund. Danke. Besten Dank. Danke. Tschüss. Ciao.